Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit der Kalenderwoche Nummer 21 von meinem Filmtagebuch 2021 und ich hoffe euch geht es allen gut, habt letzte Woche gut überstanden. Und was gibt's Neues? Die Fitnessstudios sind wieder offen, juhu, endlich kann man sich wieder austauschen mit den ganzen Verrückten nebenbei noch und ja, auch ich war bei der Tagtäglich wieder drin, habe schon ein bisschen vorbereitet für die kommende Woche, jetzt wo jetzt hier kommt. Denn ab dieser Woche, ab 31. Mai, fangen wir wieder an mit dem Coach-Steph-Training, aber diesmal im Fitnessstudio und habe eben letzte Woche schon ein paar Übungen trainiert, die ich nicht so genau gekonnt habe und mir deswegen angeguckt, mal die Gewichte ausprobiert, wie viel ich ungefähr schaffe. Mein größtes Problem ist immer das Kreuzheben, denn da habe ich echt extrem Angst davor, einfach aus dem Grund, ich habe mich schon vor ein paar Monaten schon mal verhoben und seitdem habe ich einfach von diesem Training extrem großen Respekt und wirklich, da habe ich wirklich ein bisschen Angst davor, aber auch das bekomme ich noch hin und auf jeden Fall, ich freue mich schon jetzt die Woche anzufangen, wieder durchzustarten und wieder Gas zu geben. So, nicht nur das, auch ein paar Filme sind wir ins Haus gewandert. Vom lieben Micha, von Michas Filme, habe ich auch ein paar Filme abgekauft. Auch da ist schon ein Film mit dabei. Aber das erfahrt ihr auf jeden Fall im Update wieder davon. Und ja, auch sonst gab es viele Filme zum Ansehen diese Woche. Denn wir hatten Besuch von einer lieben Arbeitskollegin von mir, die liebe Sophia. Und die liebe Sophia hat mich wirklich, ja, ich habe sie ins Herz geschlossen. Einfach aus dem Grund, sie liebt Horrorfilme und sie liebt auch, ja, alte Horrorfilme. Sie möchte auch gern die alten Filme auch mal sehen, denn sie ist jetzt gerade mal 20 Jahre alt und ist wirklich offen für diese ganzen alten Filme. Und also mein Stefan, komm, ich komme immer nach einem Spätdienst mit zu dir, schau mal ein paar Filme an. Und sie wollte natürlich auch ein paar kranke Filme sehen, die kommen wir erst ganz zum Schluss dann dazu hin. Was auf, die heben uns ganz zum Schluss auf, denn es sind wirklich spezielle Filme dabei gewesen. So, aber bevor wir damit anfangen, erstmal an Pfingstmontag hat mich meine liebe Frau dazu überredet, diesen Film anzugucken. Ich wollte ihn eigentlich nie sehen, aber irgendwie, also dann kommt Steffi, ich habe mir die Wunder angeguckt, da spielt auch dieser Schauspieler mit, nämlich der Jacob Tremblay bei Wunder. Und dieser Film ist hier mit Brie Larson und zwar der Film Raum. Wow, und was für ein Film ist denn das nur? Hier geht es eben um eine Entführte, die einen Sohn hat von ihrem Entführer und der ist seit 6 Jahren ist damit eingesperrt. Und sie versucht dann dort auszubrechen aus dieser Hütte. Sie schafft es dann auch und dann geht eigentlich das ganz große Leben los, denn das Sohn oder das Kind weiß nicht, was eigentlich außer alles gibt. Und ein extrem rührender Film ist das. Hier ist auch ein Kammerspiel, die erste Hälfte spielt in diesem Raum und dann eben in der Freiheit. Und ja, wirklich ein herzzerreißender Film, tief berührendes Drama kann man auch sagen, das ist ja auch, also wirklich ein grenzgenialer Film. Allein hier hat ja auch Brie Larson schon den Oscar gewonnen, aber muss ich ganz ehrlich zugeben, da hätte eigentlich der Jacob Tremblay eigentlich eher den Oscar verdient, denn diese Rolle zu spielen als Sechsjährigen ist wirklich überragend gemacht worden. Er war natürlich ja schon ein bisschen älter als Schauspieler, aber trotz alledem ein wunderbarer Film. Wer den Film noch nicht kennt, wirklich angucken, hier einfach mal ansehen. Ich habe ihn mich auch überreden lassen, aber ich war wirklich zutiefst beeindruckt von diesem Film. Und ist eigentlich für mich schon mal der Film der Woche gewesen. Unglaublich starker Film. Wirklich war bekommen von mir 9 von 10 Punkte. Überragend. So, und dann hat mich meine liebe Emma gefragt, Stefan, Papa, kannst du mir meinen Film angucken, den du mir eigentlich versprochen hast, schon anzusehen? Am Dienstag hat es auch noch geregnet, weil okay, komm, wenn es regnet, dann schauen wir den Film an. Und zwar der Film Die Gruz um die Neandertaler-Familie. Ein sehr witziger Film für die ganze Familie, aber Papa ist dabei wunderbar eingeschlafen. Trotz alledem, ich habe den Film schon so oft gesehen, er macht immer noch Spaß, er ist lustig und bekommt von mir ebenfalls 8 von 10 Punkten. Er ist auf jeden Fall ein perfekter Film für die ganze Familie. Sie hat auch kein bisschen Angst gehabt von dem Film, also da gibt es eigentlich keine Probleme. Und von daher Die Gruz kann man sich auf jeden Fall mal angucken, macht auf jeden Fall Spaß. Und auf den zweiten Teil freut sich auch schon. Ich hoffe mal, dass wir auch ins Kino gehen können. Denn der zweite Teil soll noch ein bisschen lustiger sein anscheinend wie der erste Teil, denn die Trailer verraten schon extrem viel. So, und dann haben wir dann eben abends Besuch gehabt von der lieben Sophie. Also mal hier, sei gegrüßt, liebe Sophie. Ich habe dich über den Platz geschlossen, unglaublich war. Und sie wollte gleich mal einen ganz tollen Film ansehen, und zwar den Film Misery mit der guten, Katie Bates.
Und ja, hier ein Stephen King Film, das Buch heißt Der Sie. Und hier geht es eben um einen Superfan, der sich so extrem verliebt in seinen Schriftsteller, der einen Unfall gehabt hat. Sie pflegt ihn gesund, aber das Buch hat ihm nicht so ganz gefallen. Und dann beginnt hier auch ein Kammerspiel seinesgleichen. Muss ich wirklich sagen, dieser Film ist für mich immer noch überragend. Der macht extrem viel Spaß anzugucken. Ich habe ihn schon so oft gesehen, aber jedes Mal kann ich mich bei diesem Film hineinversetzen und fühle wirklich mit. Also Misery auch ein sehr schöner Film. Auch ihr hat dieser Film extrem gut gefallen. Und ja, schon mal der erste gute Start für sie gewesen und natürlich auch für mich. Denn ein überragender Film. So, und dann sage ich mal, schau auf, liebe Sophia. Jetzt gehen wir wegen Elder noch zurück und jetzt kriegst du mal den richtigen uralt ja, Tanz der Teufel. Ich kenne noch keinen einzigen Tanz der Teufel Film. Okay, dann werden wir uns gleich mal uns den Original Tanz der Teufel reinziehen und zwar den guten Bruce Campbell. Und ja, was soll ich sagen? Aus dem Jahre 1981 hier Tanz der Teufel und der Film ist ja eigentlich recht kurz mit einer Laufzeit von 85 Minuten, aber er hat es in sich, er macht extrem viel Spaß. Juhu! Wir kriegen dich. Allein schon diese Vergewaltigungsszene mit den Ästen, einfach nur bahnbrechend und dann der Schluss, wie sich alles so auflöst mit diesen ganzen Effekten. Wirklich, ich liebe diesen Film. Es ist für mich einer meiner Lieblingshorrorfilme mit. Das ist auch einer von der allerersten Horrorfilme auch für mich gewesen, den ich gesehen habe auf VHS noch. Und auch sie hat diesen Film extrem cool gefunden, vor allem auch dann der Schluss, diese ganzen Effekte von damals, fand sie richtig super gemacht. Wow, wie wird denn das gemacht, wie ist das gemacht worden? Hat wirklich tausend Fragen gehabt und ja, Tanz der Teufel hat ihr sehr gut gefallen, natürlich auch mir auch, bekommt immer noch von mir eine hohe Punktzahl. Aber ich will nichts verraten, denn eventuell kommt davon noch eben dann ein Filmreihenvideo zu der Tanz der Teufel Reihe. Und dann habe ich mir drauf, wenn du den Original siehst, dann zeige ich auch nochmal das Remake. Man muss davon nur vergleichen. Original ist das bessere Version. Und dann habe ich hier noch dann den Extended Cut angeguckt von Evil Dead. Aber auch ihr hat dieser Film gefallen. Natürlich hier wesentlich mehr explizite Gewalt wird hier gezeigt. Natürlich ist dieser Film wesentlich moderner. Aber auch sehr gemeint, ja, der Film ist auch gut. Aber Tanz der Teufel, der Original, gefällt ihr auch ein kleines Stückchen besser. Er ist natürlich auch sehr gut gemacht. Aber auch hier hatte er auch gefallen. So, das war schon mal dann der erste Abend, wo wir gehabt haben. Und dann am nächsten Abend haben wir dann noch ein paar weitere Filme geguckt. Und da habe ich mir sicherlich vorher auch was für Filme gesehen. Ja, ich kenne nur den 2018er Halloween. Habe ich ihn nicht verstanden. So, gibt es noch einen ersten Teil? So, ja, da gibt es noch einen Original Halloween. Ach so, davon gibt es noch einen Original Halloween? Ja. Und dann war es dann eben dann soweit für sie am 26. Mai haben wir dann den Original Halloween angeguckt, die Nacht des Grauens von John Carpenter. Und ja, für mich, ich habe diesen Film schon so oft gesehen, ich bin heute ein bisschen eingenickt dabei, tut mir leid, aber es ist einfach wirklich ein Film, den ich auch schon so oft gesehen habe, aber auch immer wieder mega geil ist. Hat ihr auch sehr gut gefallen, war wirklich extremst spannend für sie, ist er immer noch, und jetzt hat sie aber auf jeden Fall auch dann das, ja, den Original gesehen und dann eben dann das 2018er ja, Sequel gesehen von Halloween und hat ihr auf jeden Fall auch gut gefallen. Davon gibt es ja schon eine Filmreihe wieder von mir. Könnt auch gerne mal angucken, wie ich diese ganzen Filme finde. Und dann geht es dann direkt weiter mit einem weiteren Horrorklassiker von damals. Und zwar der Film Freitag der 13. Sie kennen nämlich auch nur das Remake. Der Pfeifenraum, guck dir den Original Freitag der 13. an, der noch ohne Jason ist und hat sie gemeint, ja, wow, wahnsinnig spannender Film, auch coole Effekte, hat sie gemeint, hat ihr auch sehr gut gefallen und dass man hier nicht weiß, wer der Mörder ist, finde ich jetzt richtig klasse und hier Freitag der 13. auch sehr gut gefallen, auch davon gibt es ja schon ein Filmreihenvideo auch davon, war glaube ich sogar das dritte von meiner Filmreihen, also auch hier schon lange zurück und wie mir diese Filme gefallen, auch da könnt ihr gerne mal einen Blick riskieren auf das Filmreihenvideo von Freitag der 13. So, am nächsten Abend dann wollen wir dann ein bisschen stärker zugreifen. Also okay, jetzt habe ich die ganzen Klassiker gesehen. Ich wollte eigentlich noch ihr Neibe noch zeigen, aber den heben wir uns für später mal auf. Dann haben wir ein bisschen in die härtere Schiene gegriffen, einen Franzose rausgezogen. Den habe ich auch erst vor kurzem angeguckt mit einer anderen Kollegin. Und zwar der Film Inside. Das, was sie will, ist in dir. Ja, ein absolut
schöner, kranker Psychoterrorfilm. Auch ein Kammerspiel. Eigentlich kann man fast sagen, diese Filmwoche war ich da, die Filme der Kammerspiele. Ja, Misery, dann Inside, dann den nächsten, wenn es gleich kommen werden. Und ja, Inside auch für mich ein absolut hammerkrasser Film. Sehr starke Effekte mit dabei, sehr krasse Story. Und auch sehr gute Schauspielerleistung von diesen beiden hier. Und auch verdammt, verdammt blutig. Hat ihr auch sehr gut gefallen, war auch für sie sehr verstörend, dieser Film. Und muss auch sagen, hat ihr auch sehr gut gefallen. Für mich bekommt dieser Film immer noch eine 8 von 10 Punkte Bewertung. Denn diesen Film kann ich auch immer wieder angucken, was ja auch in dem Jahr schon zweimal gewesen ist. So, und dann gingen wir ins Übernatürliche, nämlich mit dem Film The Autopsy of John Doe. Auch dieser Film hat uns beiden gefallen, also mir schon mal gefallen, habe es vor kurzem angeguckt, auch da, aber leider sind wir dann, war recht spät in der Nacht und da bin ich auch dabei, sind wir alle beide ein bisschen eingeschlafen dabei, von daher haben wir diesen Film abgebrochen, aber auch den wollen wir mal von vorne mal starten. Geht ja 86 Minuten gerade mal, dieser Film, aber er hat es auf jeden Fall auch ganz schön in sich, sehr gruselig, wie ich ihn finde, mit den Glöckchen, sehr geil gemacht. Ja, aber wie gesagt, nicht ganz zu Ende geguckt, aber von mir bekommt der Film eine Bewertung von 8 von 10 Punkten auch, aber wie gesagt, vor der allerersten Sichtung noch. So, und dann am letzten Abend dann noch, wo sie mit bei mir da war, oder bei uns daheim war, wollte sie sich wirklich, wirklich immer das Härteste vom Härtesten nochmal zeigen, sehen wollen, soll ich Sophia, ich will es dir nicht zeigen. Doch, ich will sie sehen, du hast mich darauf interessiert gemacht, jetzt will ich sie sehen. Also gut, der erste Film war The Human Centipede. Ja, davon gibt es ja auch ein Filmreihenvideo. Und dann direkt im Anschluss dann natürlich dann den zweiten Teil, Human Centipede 2. Sie wollen gerne die Farbfassung sehen. Die Schwarz-Weiß-Fassung hat eine bessere Atmosphäre, aber nee, sie wollen die Farbfassung sehen. Aber da ist schon mal, ja, also diese Filme fanden sie wirklich mega geil. Hat dir sehr gut gefallen. Unglaublich, aber wahr. Ihr habt diese Filme gefallen. Unglaublich stark. Also ja, ich habe es ins Herz geschlossen. Ja. Ich mag die beiden Filme auch, den dritten Teil mag ich überhaupt nicht. Aber die beiden Teile sind einfach schön krass, krank, pervers und einfach nur völlig daneben. Und deswegen mag ich diese beiden Filme extremst sehr. Und dann der letzte Film, wo ich noch unbedingt sehen wollte. Ich habe es hier wirklich versucht, mehrmals auszureden. Sag ich, Sophia, du willst ihn nicht sehen. Doch, ich will ihn sehen. Nein, du willst ihn nicht sehen. Doch, ich will ihn sehen. Nein, du willst ihn nicht sehen. Also gut, ich lege ihn ein. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt, dass der Film absolut krank ist, pervers ist. Um was für einen Film könnte es sich wohl handeln? Habt ihr eine Ahnung? Fängt mit A an und mit M auf. Natürlich, A Serbian Film. Den wollt ihr auch unbedingt noch sehen. Diese Mundpropaganda, sind einfach immer wunderbar. Da muss man sagen, ein brutaler Film und ein kranker Film und schon wollen sie diesen Film sehen. Ja, dieser Film hat natürlich auch einige explizite Gewaltspitzen mit drin, auch kranke Szenen. Und bevor diese ganzen kranken Szenen kamen, habe ich mir gefragt, willst du wirklich weitergucken? Ja, sie will weitergucken. Ja, sie hat weitergeguckt, sie fand aber, okay, der Film ist wirklich extrem kranker Scheiß. Ist er auch, ein extrem kranker Scheiß. Und ich habe diesen Film auch jetzt schon das zweite Mal in diesem Jahr geguckt. Also zweimal im Jahr, das ist für mich auch zu viel. Also einmal im Jahr geht, aber kein zweites Mal. Ja, Serbien-Film ist schon sehr speziell. Aber wissen wir alle, von daher brauchen wir über diesen Film nicht diskutieren. Es ist immer eine extrem große Diskussion, wenn er über diesen Film, wenn er irgendwo mal gepostet wird als Serbien-Film. Deswegen gebe ich ja gar keine Bedenken erstmal darüber ab. So, dann war ich am nächsten Tag bei einem lieben Freund zu Besuch abends, beziehungsweise den ganzen Tag bis nachts um 2:30. Wir sind alle beide geimpft gewesen, von daher nicht so schlimm. Da könnte ich schon mal darauf vorbereiten, was das vielleicht sein könnte, wie dieser super gute Freund. Er sei gegrüßt, mein Freund. Denn wir haben dann einen gemeinsamen Film angeguckt und davon gibt es dann auch ein Wochischer Anbieter dazu, nämlich der Film Das Monster von Schloss Morley aus dem Jahre 1966 ist ein, ja, Vorgänger des Giallo-Films. Und wie mir dieser Film gefallen hat, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dem Wochischer-Video. Die Edition habe ich ja nicht hier, weil ich habe die eben bei ihm angeguckt. Und seid gespannt,
denn heute um 18 Uhr kommt auch dazu noch irgendwie ein kleines Video. Nicht von das Schloss von Mordor, sondern von was anderem. Also bleibt dran. So, und dann am 29. Mai habe ich dann von meinem lieben Arbeitskollegen, lieben Ari, eine Filmempfehlung erhalten. Und ich war wirklich entsetzt. Ich habe nicht gewusst, dass dieser Film von Martin Scorsese ist. Und also man aufsteigt, der muss den unbedingt angucken. Der ist voll spitzenmäßig, der ist richtig klasse. Ich habe mir so ein Bedenken, wenn er mir sowas vorschlägt. Aber als ich Martin Scorsese gelesen habe, war es um mich geschehen. Okay, komm, scheiß drauf. Amazon bestellt und schon war er auch da. Nämlich der Film Cup der Angst mit Robert De Niro, Nick Nolte und Jessica Lange. Wow! Und ich wollte ihn auch gleich sofort sehen, ob wirklich das hier gerecht ist, seine Aussagen. Und was soll ich sagen? Dieser Film wird dieser Aussage komplett gerecht. Dieser Film hat mich auch komplett in den Bann gezogen. Diese 128 Minuten, wo dieser Film geht, ist pure Spannung, pur, wirklich war ein überragendes Schauspiel von Robert De Niro als Psychopath. Wahnsinnig steile Rolle, wirklich war. Kaufe ihn komplett ab. Und vor allem auch, er schaut hier wirklich extrem verdammt geil aus. Ein Sixpack hat er hier und auch wirklich, hier spielt er mal einen richtigen extremen Bösewicht. Wow, wirklich war ein ganz grenzgenialer Film. Ich will über diesen Film nichts verraten. Guckt euch diesen Film auf jeden Fall an, wer den Film noch nicht kennen sollte. Ist aus dem Jahr 1991, schon ein bisschen älter, aber unglaublich starker Film. Hat mir verdammt gut gefallen und bekommt von mir 9 von 10 Punkten. So, und dann bekam ich ja in dieser Woche ja 4 Mediabooks zugeschickt von dem lieben Benjamin. Und die habe ich auch alle in den letzten 4 Tagen ja auch angeboxt. Und den allerersten Film, den ich sehen wollte, war auch noch ein Film, der mich auf jeden Fall auch interessiert hat und vor allem auch gleich dazu ein Wochenende schon wieder dazu gemacht wurde, nämlich Der Schlitzer, The Ripper of the Edge on the Edge. Und ja, boah, davon wird es auch ein Wochenende schon wieder geben, denke ich auch im Laufe der Woche, eventuell auch erst nächste Woche, denn ich gucke mir jetzt ein paar mehrere Filme an in diesem Format. Habe auch ein bisschen was verändert in dem Video an sich. Ihr werdet es auch gleich dann bemerken, wenn es dann hochgeladen ist. Und ja, Der Schlitzer ist auf jeden Fall auch ein schöner, harter Streifen. Auch ein Kammerspiel, kann man sagen. Ja, wow, wow, wow. Will dazu jetzt nicht wieder weiter verraten. Auch dazu einfach in dem Video dazu, wenn es kommt, einfach mal angucken. Und dann meine Meinung von mir anhören. Natürlich auch das komplette Booklet durchgelesen. Und auch Informationen über den Film gesammelt. Also hier wieder extrem viel Informationen über den Film. Und dann noch meine ganz persönliche Meinung über diesen Film. So, und dann noch am 30. Mai hat sich meine Frau den Film ausgesucht, nämlich das Relikt Museum der Angst. Dieser Film habe ich ihm vom lieben Michael von Michaels Filmwelt abgekauft. Und auch diese beiden Filme noch hier für extrem günstiges Geld. Herzlichen Dank nochmal dafür, lieber Michael, für die Filme. Aber wie gesagt, die zeige ich euch auf jeden Fall dann im Update-Video. Und ja, das Relikt aus dem Jahre 1997 müsste es gewesen sein. Mit den guten Tom Sizemore und Penelope Ann Miller. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist ein Horror-Thriller, das im Museum spielt, wo eben eine Kreatur zum Leben erwacht. Auf mysteriöse Art und Weise und bringt eben Leute um. Ein für 16 Jahre sehr brutaler Film. Hier fliegen echt ab und zu mal die Köpfe. Das Monster schaut auch wirklich sehr gut aus. Hat eine Ähnlichkeit zwischen Predator und einem Warzer schon an einem Gecko. Sehr gut gemacht auf jeden Fall auch. Leider auch ein paar viele Fragen bleiben bei diesem Film offen. Ja, das Relikt bekommt von mir jetzt 7 von 10 Punkte. Hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und das waren nun meine 16 Filme, die ich in der Kalenderwoche Nummer 21 angeguckt habe. Welche Filme waren es denn bei euch? Habt ihr auch so viele Filme gesehen wie ich oder auch extrem spezielle Filme so wie ich? Schreibt euch mal in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall die Woche noch bei einigen weiteren Videos von mir, denn ich habe noch einige Pakete noch offen, die, denke ich mal, heute auch kommen werden. Und die werde ich dann mal so langsam verteilen, dann noch im Laufe dieser Woche. Außerdem gibt es noch morgen eine neue Ankündigung auf meinem Kanal um 10 Uhr. Also da bleibt auch mal am besten gleich mal am Ball, denn es wird sich was Kleines verändern bei mir. Ja, das war's von mir. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch eine schöne Woche, auch wieder, um auch gesund bleiben zu bleiben. Und alles Gute euch erstmal und bis dann. Tschüss mit Ö.